Und denken Sie bitte immer daran, Nachrichten heißen Nachrichten, damit Sie sich danach richten. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Frankfurt. Für 2005 haben die sogenannten fünf Weisen ein Wirtschaftswachstum von 1,3% vorausgesagt. Wie viel Prozent hätten 10 Weise geschätzt? Berlin. Seit gestern liegen 7 Minister der Bundesregierung auf der Intensivstation und müssen zwangsernährt werden. Damit scheiterte ihr Versuch, 14 Tage lang vom Arbeitslosengeld 2 zu leben. Und nun noch eine positive Meldung aus Baden-Württemberg. Beim Kernkraftwerk Neckar-Westheim sind 50% der Halterungen des Reaktordruckgefäßes defekt. Ein gutes Ergebnis, meinte der Rostschutzbeauftragte vor der Presse. Es könnten ja auch alle kaputt sein. Wie weit seid ihr noch mitgekommen? Sag ich nochmal von vorne. Der Schauspieler Ottfried Fischer ist geplatzt. Auf Kosten einer großen deutschen Molkerei hatte er 300 Liter Milch getrunken, um endlich den ganzen Bildschirm auszufüllen. Fischer hinterlässt keine Frau, aber 7 Ziegen und einen unaufgeräumten Schreibtisch. Köln. Der Karstadt-Konzern wird überraschend schon in diesem Jahr vollständig saniert. Grund ist ein revolutionäres Geschäftsmodell, bei dem es nur noch hohe Gewinne und gar keine Beschäftigten mehr gibt. Die Kunden müssen sich selbst beraten, bedienen, kassieren und danach die Ware selbst aus dem Lastwagen holen, der irgendwo in der Umgebung der Filiale gefahren wird. War der Klinsmann made is miss, war der Bierhof made is miss und der Meier Vorfelder. Und der Jauch, der mit Mist, und der Gottschalk mit Mist, und der Beckmann sowieso Mist. Ich habe immer schon gesagt, alles Mist. Ich habe immer schon gesagt, es ist alles Mist, alles Mist, alles Mist, alles Mist. Nur ich selbst. Ich bin Jod. Ich bin Jod sowieso. Denn ich selbst war immer schon Jod. Stuttgart. Der Landeselternbeirat will Schülern und Lehrern in der Schule das Rauchen verbieten. Für die Eltern selbst soll es eine angemessene Übergangsfrist von 25 Jahren geben. Berlin. Bundespräsident Köhler hat heute seine bahnbrechende Rede vom März noch einmal erläutert. Damals hatte er Vorfahrt für Arbeit gefordert. Köhler heute wörtlich, das bedeutet natürlich rechts vor links und reich vor arm. Köhler will außerdem dafür sorgen, dass die Bundes- und Landtagswahlen endlich fair ablaufen. Die öffentliche Werbung für Rot-Grün an Millionen Verkehrsampeln soll ab sofort beendet werden. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Gläubige, liebe Gläubiger. Was, so fragt man sich, aber wäre nicht das Wie auch eine Antwort? Liegt nicht das Nah oft ferner als alles Weite? Dazu steht im 5. Brief der Philatelisten geschrieben, der werfe das erste Schwein, der ohne Sülze ist. Am 19. April bekamen wir Deutschen den Stolz, einen deutschen Papst zu haben. Ich habe mich überhaupt nicht gefreut. Ich habe auch keinen Stolz empfunden. Aber das änderte sich radikal 6 Tage später, als ich diese Alltagsliteratur in die Hand nahm. Lidl hatte sofort auf den neuen Papst reagiert.
und hatte diesem neuen Papst und uns allen gemeinsam eine Papstausstattung angeboten. Denn hier heißt es Petri Heil. Wir sehen auf dem Bild einen Papst sitzen in grüner Kleidung. Das ist interessant, einen grünen Papst zu haben, nicht in purpurrot, wie wir hier es üblicherweise, sondern einen grünen Papst. Das weist in die Zukunft. Ein grüner Papst, er hat einen Sonnenschirm, damit er keinen Stich kriegt, falls er ihn nicht schon vorher hat. Und dann gibt es sogar eine Pilgerangel. Wir wissen genau, was das ist. Das ist eine Pilgerangel. Damit kann er Pilger angeln. Man sagt ja auch, dass er ein Nachfolger Petrus ist und damit ein Menschenfischer. Und deswegen hat Lidl uns dieses Angebot gemacht. Eine Pilgerangel. Man wirft sie aus und schon hat man einen Pilger an der Angel. Nicht nur das. Wenn wir den Pilger, die Pilgerin ausgeworfen haben, gibt es sogar einen elektronischen Bissanzeiger. Dann weiß man genau, das ist ein Pilger, zum Beispiel aus Altötting. Da können wir dran ziehen und zack haben wir ihn im Sack. Mainz. Der bisherige Chef des Bundesdeutscher Bademeister, Rudolf Scharping, ist neuer Präsident des Bundesdeutscher Radfahrers. Dafür sei er besonders geeignet, meinte Scharping bescheiden. Seine Spezialität sei schon immer gewesen, nach unten treten, nach oben buckeln und sich dabei die Sonne auf den Pelz brennen lassen. Und schließlich die letzte Meldung vom Sport, Frankfurt. Der Deutsche Fußballbund will bei der Weltmeisterschaft 2006 bei jedem Länderspiel an die Wiedervereinigung erinnern. Immer wenn bei einem Freistoß die verteidigende Mannschaft zum Zwecke der Abwehr eine Mauer bildet, soll an dieser Mauer im Gedenken an 40 Jahre Stasi-Herrschaft ein Kranz niedergelegt werden. Anstelle des Wetters hier noch die Lottozahlen. Ich sehe, die Zeit drängt. Zusammen 143. Damit sind unsere Nachrichten für heute beendet.